Ich bin Amelie Fährmann, die leitende Geschäftsführerin des Hotels. Ich glaube, das gehört Ihnen. Ich bin für Familiennummer nicht gemacht. Man kann sich auch ganz unverbindlich durchs Leben lieben. Und das hier wird sich auf gar keinen Fall wiederholen. Ich hab mit Kindern nichts am Hut. Ich verstehe, dass du Angst davor hast, wieder verletzt zu werden. Mich interessiert alles, was mit dir zu tun hat! Also, was ist das jetzt mit uns? Glaubst du echt, dass wir Freunde werden können? Das ist doch ein Versuch wert, oder? Ich glaube nicht dran, Amelie. Nicht mit dir. Du bist einfach nicht der Typ dafür. Mann, Jorik, ich hab kapiert, dass es zwischen uns nicht funktionieren kann. Kleiner Gefallen unter Freunden, hm? Wir sind nur Freunde für Henny. Das haben wir doch geklärt. Du willst mir erzählen, dass die lieben, netten Kita-Mütter dich anbaggern? Also nur die Alleinerziehenden. Was findest du eigentlich so toll an der? Ist langweilig das neue Sexy? Was hast du gemacht? Sag mal, geht's noch? Also unsere Freundschaft bezieht sich auf meine Tochter ausschließlich. Aber ich bitte Sie, Herr Eilers, es kam doch nie hundertprozentig Stimmen zwischen zwei Menschen. Das ist doch klar, es gibt doch immer Spannungen und Probleme. Witzig. Aber gerade das macht es auch spannend, nicht wahr? Frau Jansen, also ich suche keine Spannung, sondern eher Vertrauen. Vielleicht kommt ihr jetzt endlich auf eine konstruktive Ebene. Sie sind doch ein Familienmensch. Danke, du rettest mich. Wir gehören doch irgendwie zusammen, oder? Für dich würde ich doch wirklich alles tun. Die Geschichte zwischen Ihnen beiden ist noch lange nicht vorbei. Meine liebste Amelie, ich wollte uns den Abschied nicht zu schwer machen. Deshalb habe ich dich schlafen lassen. Jetzt sitze ich im Zug nach Paris. Ich küsse dich. Liebe Jorik. Salut, Frau Fährmann. Ist die 310 frei? Sie wissen schon, das Eckzimmer mit Blick auf den Park. Glaube nicht. Wieso? Nein. Erst ab morgen wieder. Gut, dann geben Sie mir eben die 202 oder die 230. Die 202 wäre frei. Für Sie? Alleine? Haben Sie Ärger zu Hause? Buchen Sie mir bitte noch die Hotstone-Anwendung dazu. Die sind leider ausgebucht. Das kann nicht sein. Schauen Sie noch mal nach. Das brauche ich wirklich nicht. Ich habe die letzte Anwendung gerade vergeben. Sorry. Dann buchen Sie im einen der Gäste um. Das darf ich nicht machen. Also ich würde für Sie sofort, aber wie soll das gehen? Sagen Sie einfach dem letzten Gast, der gebucht hat, dass Sie sich vertan haben. Ja, der letzte Gast ist etwas speziell. Sind wir das nicht alle? Nein, ich meine bei Herr Wolf und Frau Sarawak. Es ist mir völlig egal, mit wem der hier Schwierigkeiten hat. Nein, die haben keine Schwierigkeiten, sondern die sind... Okay, alles klar, Frau Bergmann. Ich zeige Ihnen, wie man sowas elegant regelt. Verbinden Sie mich mit ihm, bitte. Er wollte bis zu seiner Anwendung spazieren gehen. Also gut, dann checke ich erstmal ein und dann fange ich ihn hier ab. Okay, das hört sich gut an. Also, meine Keycard. Ach so, ja. Zimmer 202, wie gewünscht. Also früher waren Sie mal mehr auf Zack. Räumen Sie das da weg.